Freistaller, bereiten Sie sich schon physisch, psychisch auf die EU-Wahl vor? Natürlich ist es so, dass seit es bekannt ist, man innerlich sich auch darauf einstellt. Aber heute hier in Kitzbühel heißt gemütlich mit den Menschen beisammen sein und ich freue mich wahnsinnig auf die Abfahrt morgen. Ich kann nur sagen, das einen freut, das anderen leid. Ich habe gerade gehört, wie komplex es auch war, das umzustellen. Aber ich bin nur morgen da und freue mich natürlich, dass ich die Abfahrt sehen werde. Man kann da Tiefenentspanntheit, glaube ich, lernen von den Athleten, oder? Nicht nur die Tiefenentspanntheit, sondern einfach den Willen, wirklich als Erster über die Ziellinie zu gehen. Und es hat der Herr Landeshauptmann gesagt, dass er das von den Sportlern sich abschaut. Und da kann ich nur sagen, ich stimme ihm zu 100% zu. Das ist bewundernswert, wie die Kraft dann auch noch steigt, wenn es richtig kompliziert wird. In der Gamsstadt geht es mächtig zur Sache. Werden Sie keine Party auslassen? Naja, es ist heute schon der zweite Empfang. Es folgt noch mindestens ein weiterer. Also da heißt auch fit bleiben, denn die Nacht dürfte noch lange werden.